herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Rise of the Tomb Raider. Ja, ich weiß nicht, ob ich genau wieder an diesem Bereich bin, wo ich zuletzt war. Da jetzt bei mir selber ein paar Tage vergangen sind. Einfach erkältungsbedingt und auch, ein paar andere Projekte noch gehabt. Aber ich glaube, wir sind fast da und wollten da rein. Wir sind ja auf dem Weg zur Jungquelle. Also zur Quelle da diese... Ihr wisst schon, was ich meine. Ich hatte noch nie solche Angst. Die Mongolen haben ihr Lager am Rand des Tals aufgeschlagen und bereiten den Angriff auf Kitesh vor. Die Alchemisten stehen bereit, um die Invasoren mit Feuer abzuwehren. Ein jeder, der imstande ist, eine Waffe zu führen, wird kämpfen. Wir werden alles tun, um die Atanatoi zu unterstützen. Aber ich habe noch nie Blutvergießen gesehen. Keiner der Bürger bisher. Jetzt, da ich zum Töten gezwungen werde, fürchte ich um meine Entschlossenheit. Wer würde es nicht tun? Warte mal. Nein. Genau. Ja, genau. Hier müssen wir. Genau. Hier haben wir ausgemacht, glaube ich. Genau. Richtig. Hier haben wir ausgemacht in der letzten Folge. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oder? Eigentlich müsste das hier gewesen sein. Rutschen! Yippie! Ich hätte eigentlich nichts anderes erwartet. Hallo, Freunde. Die verlorene Stadt. Lara, Sie dürfen jede Minute durch das Eis brechen. Es ist Zeit für euren Angriff. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Hoppala. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Ich habe versagt. Es gibt keine Entschuldigung für meine Sünden. Ich habe meine Hände auf der Jagd nach dem Propheten mit Blut besudelt. Und jetzt ist alles dahin. Als die Belagerung begann, taten die Anhänger des Propheten das Undenkbare. Sie richteten ihre Waffen auf die Gletscher und begruben ihre eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Khan und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kitesh sind gebrochen und verstreut. Nur ich überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Auch jetzt suchen sie in den Ruinen nach Überlebenden. Entwickelt sich ja hier langsam zum Albtraum, die Suche hier. Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe, aber Jacob erscheint so menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss. All diese Erfahrung, dieses Wissen. Es ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit?
Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Entdeckung? Eines ist sicher, Trinity darf keine Kontrolle darüber haben. Fand ich ganz gut. Kisten und so sofort aufmachen. So. So epische Musik. Was ist los? Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Wo denn? Ich sehe aber keine Unsterblichen. Also ich höre gewisse Dinge, aber... sehen irgendwie nicht. Alarmglocken. Die sollte ich ausschalten. Noch eine? Alarm, gab's nur die eine oder was? Da ist noch eine. Ach, da unten war einer. Da oben ist auch noch einer. So, das geht so rum nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt nötig ist oder... Guck mal. Boom. Soll ich da...
Nö. So, noch mehr? Wo sind zwei Glocken noch? Aber wo sind die? Da vielleicht? Ach egal, wir gehen zum Turm. Wir gehen zum Turm. Ja, moin. Shit, sie schießen auf mich. Vielleicht kann ich damit dieses Tor zerstören. Muss ich jetzt auch wahrscheinlich die angreifen. Ganz ruhig, Brauner. Dafür ist immer Zeit. In der Tasche ist ein Stück Feuerstein. Er dient dazu, ein Feuer zu entzünden. Der mongolische Soldat musste autark sein. Wo war nochmal das... Wow. Wie er da um die Ecke kam, war witzig und gruselig zugleich. Schon hart hier von 1000 Dingern, was auch immer, Unsterblichen beschossen zu werden. Da lang, ne?
Macht das überhaupt Sinn? Nee. Ja, der aber auch nicht. Muss irgendwie da hoch. Aha. Bist du tot? Jetzt darf ich auch schießen. Mit dem Katapultus. Himmel! Ich muss das Tor niederreißen. Das mache ich, da bin ich gut drin. Ziehen wir schon dahin? Nee, oder? Wo ist denn das Tor? Da. Das muss reichen. Dann mal los. Meisterschütze. Ein Meisterschütze bin ich. Geschafft. Nicht wissen, was hier jetzt noch kommt. Ein Pferd. Ich glaube, es gibt Gefährlicheres als ein Pferd. Bevor ich dich je halten konnte, hatte ich dich fast verloren. Aber du hast gekämpft, wolltest leben, atmen, die winzigen Fäuste ballen und das Krankenhaus zusammenbrüllen. Der schönste Lärm meines Lebens. Als ich in dieser Winternacht heimkam, briet ich mir ein Steak. Ich trank eine halbe Flasche Whisky, wollte Schneeschuhe aus Tennisschlägern basteln und schlief neben der Katze ein. Ich war so glücklich. Ich glaube, diese Geschichte habe ich ein Dutzend Mal gehört und könnte sie immer wieder hören. Ich wünschte, es wäre so geblieben, dass wir mehr Zeit gehabt hätten. Keine Zeit, jetzt traurig zu sein, Lara. Einige Gebäude sind zerstört. Der Kampf hat sein Tribut gefordert. Aber der Großteil der Stadt ist noch intakt. Die Pferde haben aber nicht vor, mich aufzufressen oder anzugreifen oder so, oder? Thank you.
panzerbrechende Pfeile. Scheiße. Oh, Entschuldigung. Wer schießt denn hier? Komm her. Mami! Mann! Oh, was soll ich denn da machen, Alter? Erstmal so. Was das bitte? Jawohl. Wow. Die Kammer der Seelen liegt hinter diesem Tor. Ich brauche nur ein weiteres Katapult. Aber wie mache ich denn jetzt hier Panzer brechen? Munition ist auch gleich null. Du hast nicht viel Zeit, Lara. Du musst die Quelle vor ihnen erreichen. Ihr könnt nichts mehr tun. Bringt euch in Sicherheit. Keine Chance. Du brauchst uns ebenso sehr wie wir dich. Wir überleben gemeinsam oder sterben allein. Geh jetzt. Ich weiß nicht, ob ich die Worte jetzt weise oder deprimierend fand. Wir sterben alleine, das ist ein bisschen...
nicht hier richtig? Scheinbar nicht. Wir brauchen einen Katapult. Katapult gab es wo? Okay, das ist nur zum Wiederkommen. So, nice. Was haben wir hier? Gar nichts. Da haben wir gar nichts. Und schön hoch, Lara. Schön hoch. Ich glaube, dass der da in eine Wand reinballern muss. Sag ich doch. Oh. Ist hier keiner? Okay. Ich will wissen, wo das Tor ist, ne? Ach da. Da ist ein Hindernis. Das muss ich aus dem Weg schaffen. Ah. Ich glaube, dafür muss ich ihn ein bisschen zurückdrehen. Ungefähr so würde ich sagen. Der war ja... Hoppala. Also doch besser ganz drehen. Ah.
Pause. Hat geklappt. Jetzt kümmere ich mich um das Tor. Oh, Meisterschütze wieder am Werk hier. Versteck mich hier mal kurz, denn ich wollte die Folge eigentlich mal kurz beenden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst mir was da und bis dahin. Ciao, ciao.